Mist schon wieder tot und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Scorpion und mit dabei ist. Okay, jetzt sagt er nichts mehr. MC Live. Ja, gut. MC Live. Ja, gut. Ich hab's verstanden, ja. Ich hab's verstanden. Oder also, MC Live grundsätzlich. Omivia heißt er. Ich bin Fluor. Und wir wollten einmal kurz am Anfang, weil wir ein paar Probleme, deswegen ist das Intro nicht mit dabei. Er setzt sich jetzt erstmal hin. Duell fordern. Wie hast du das überhaupt gemacht? Rechtsklick auf dein Gesicht. Stimmt. Alter, willst du mich verarschen? Einfach nur so. Ach. Alter, krieg ich grad gar nichts geschissen? Wie schlecht wir einfach hier einfach so. Alter, ich bin meine ganzen Attacken gewohnt, Alter. Da ist die Hand an. Ich bin schneller als du. Boom. Lol, wie extrem du mich mal niedergeknüppelt hast, Alter. Ach da, ganz rechts. Kanalisieren. Kanalisieren. Boah, ich hab lange nicht mehr gespielt, ey. Oh, scheiße. Pfeifen aus. Erstmal Image checken. Weißt du was, du musst irgendwas mit den Soundeinstellungen machen. Das ist richtig nervig. Ich höre das immer noch, aber... Wie kannst du meinen Sound hören, wenn ich gar keinen Sound habe? Ich kapier's nicht. Es kann auch sein, dass ich den irgendwie aus irgendeinem Grund nur selbst höre, aber... Guck mal, habe ich nicht einen niedlichen Begleiter? Wieso hast du einen Begleiter? Hey, das ist in den E-Mails drin. In den Mails, oder was weiß ich. Hä? Ja, geh mal an das Postfach, da sind ganz... Nee, da, was? Ich hab nur die Rüstung und so einen Titel. Ich hab aber keinen Begleiter. Ja. Du hast 3 Mails, und da ist dann auch noch die von einem Begleiter. Ja, gut. Erstmal die hässliche Rüstung von beiden nehmen, die sind beide richtig ekelhaft. Mhm. Und einen Helm hätte ich bitte gar keinen. Ich hasse es, Helme zu tragen. Mhm. Wie konnte man nochmal sein? Ah, da. Standardmenü, da weg. So, gut, jetzt, das passt so von der Rüstung her. Du ziehst ernsthaft einen Helm an? Nee, komm, nehmen wir runter. Ist das ein Heiler, zufälligerweise? Also nochmal, du gehst hier drauf und dann hast du 3 E-Mails und in jeder einzelnen ist eine Sache drin. Ich hab 2. Ach, ich weiß sogar warum. Ich hab schon ein Dingsens freigespielt mit meinem Crynate-Charakter, dass ich einen Droiden, einen Allrounder hab, also überall einen Droiden hab. Ach so. Guck mal, weißt du, was hier unten steht? MT4T Astromech Droide. Schwach Kreatur. Aha. Oh, jetzt habe ich... Freischalten. Schuss drauf. Ich glaube, das ist schon freigeschaltet, oder? Ja, man kriegt keine... Keine Ahnung. Man kriegt keine IP da. Boah, XP gekriegt. Kloschnecken! Hi. Ja. Nummer 1. Ist kaputt. Ah, deiner hat was gedroppt. Bei mir hat deiner was gedroppt. Ich nehme die erste, du nimmst die zweite. Leck mich. Mein XP. Mäh. Missionen, yay! Oh, was ist das hier? Hier, guck mal. Ja, da kannst du nichts machen. Schade. Ausbilder ist das. Ihr nimmt doch nicht Missionen an. Wieso, wir können ihn doch überspringen.
einfach den Text überspringen. Na gut. Kannst du mal Leertaste durchspielen? Ach, scheiß drauf, ist mir egal, wenn es stirbt. Mir nicht. Echt jetzt? Oh, guck mal, was da hinten ist, da liegt was. Ich weiß. Alter, komm, komm, komm. Oh mein Gott, ich werde gerade von drei Seiten angegriffen. Okay, schön, dass du da bist. Was? Keiner hat was gedroppt? Alles nehmen. Depp. Los, komm, da schnell weiter. Jojo. Ja, wir müssen noch da. Stimmt. Aha, du hast ganz wenig Hass nur noch. Kannst du ihn jetzt mal angreifen? Ich kapiere das mit der 2 irgendwie nicht. Wollen wir die überspringen oder angreifen? Ach komm, angreifen, dann bin ich gleich Level 2. Ich bin auch Level 2. Level 2. Ast rein. So. Wo müssen wir jetzt lang? Da hinten hin. Hörst du auf wegzuspringen? So, da lang, ne? Warte mal kurz, warte, hast du auch einen Brustpanzer bekommen? Nö. Ich hab da einen Brustpanzer bekommen. Erst nach rechts oder erst geradeaus? Okay, erst geradeaus. Das hier ist die Hauptmission. Ah, gut, funktioniert sogar. Nee, geht nicht. Ich sehe dich nicht mehr. Scheiße. Goldenes Schwert. Geiles Schwert. Und mir wird angezeigt. Warte, da stand gerade eben irgendwas von hinzufügen. What the fuck, Alter. Oh, ich hab die noch gar nicht equipped, das war Schwert. So. Ich auch nicht. Alter. Alter, komm schon, greif den an. Alter, ich kann mein Schwert gerade nicht equippen. Vielleicht weil du angegriffen wirst? Ja, das wird sein. Ja, ich bin gleich tot, wenn ich so weitermache. Ich stelle mich hinter dieses Teil. Komm. Schön einzeln. Ja, ich bin tot, war klar. Ich rufe eine Medizinsonde. Alter, ich habe die ganze Zeit versucht, dieses Scheißschwert zu wechseln. Nach dreiviertel des Lebens habe ich bemerkt, das geht ja gar nicht. Danke. Mein Gott, da. Alter, kann der mal draufgehen? Boom! Alter, mit einem Schlag ist der down. Hass katalysieren. Da stand gerade eben irgendwas von hinzufügen bei mir, als ich das Schwert bekommen hatte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber vielleicht. Ich hab zu schnell auf Annehmen gedrückt, aber vielleicht hätte das irgendwie uns zusammen gemacht.
Mal sehen, vielleicht kriegen wir es ja im Laufe noch hin. So. Bei mir kommen nur 4 Druiden. Nein, du musst weitergehen, da kommen nochmal. Noch einmal 4 und dann nochmal 2. Achso, okay. Vielleicht geht das bei einer Story-Mission bei manchen nur einzeln. Nee, eigentlich. Also ich habe das noch nicht mal jemals probiert. So, also ich hab's schon mal probiert, aber das war. Ach, egal. Bist du langsam mal fertig? Ja, ich bin ja einmal gestorben. Ich habe die ganze Zeit versucht, das Schwert zu equippen. Ich sehe dich schon rumhüpfen da hinten. Also bist du bei den letzten 2 Druiden. Nee, bei den letzten 18. Ah! Das bist du nicht. Das bist du. Ja, ich würde aber auch langsam mal Zeit, dass du kommst. Gerne. Ich brauche immer so lange. Einfach drauf. Oh. Kommst du? Du willst so lang. Wohin gehst du? Warte. Es gibt, können 2 Wege lang. Einmal da lang und da lang. Warte mal kurz. Ja, ich warte. Na super. Ich mach schon mal die nächsten Gegner platt. Wir stehen die alle wieder auf. Ich wette es. Boom. Ich krieg dich. Oh. Hey, ich krieg die ganze Zeit mit EP. Ich weiß, weil ich gerade hier ein paar Typen gekillt habe. Und die sind schon. Vor allem, wo willst du bitte lang? Da gibt's auch noch eine Mission da hinten. Oder hast du die nicht angenommen? Doch, die ja. Ja. Da hinten geht's nämlich auch lang. Deswegen. Bam. Ja, uns gerade voll an der Mikro. Hey. Lohnt sich nicht. Geh einfach weiter. Ui. Oh, guten Tag. Wie geht's? Neue Schuhe. Willst du die? Du oder ich? Ach, nimm. Alter, guck dir diesen Brustpanzer an, wie hässlich der einfach aussieht zu der restlichen Rissi. Dann habe ich hier noch einen. Ich habe keinen einzigen Brustpanzer bislang bekommen. Richtig viel bekommen. Ich habe nur so einen Scheiß bekommen, den man nur verkaufen kann. Wieso bist du so schnell? Achso, das da, ne? Weil ich mal gecached habe.
Deswegen nimmt es man automatisch schnell. Kann es sein, dass das die Hauptmission ist? Ja. Oh. Komm, wir machen die jetzt weiter. Okay. Alter, renn mal nicht so weg. Ist das die Story? Nein, das ist eine Nebenmission. Nein. Oh mein Gott, Alter. Ich hab's nicht ehrlich gesagt. Hast du die Mission angenommen oder nicht? Angenommen. Wir haben gar nicht die Klorschnecke gekillt, egal. Was hast du dir denn von deinem Cash gekauft? Ein bisschen, ein paar Sachen. Was denn? Weiß ich nicht, ich hab's öfters gemacht. Auf jeden Fall eine Festung. Ist hier oben die Mission? Hier oben ist... Vom Besten lernen, Jo. Oder? Nee, doch nicht, das ist eine Nebenmission. Ich bin Level 3 geworden durch hier, ich habe jetzt füge Gruppenmitglieder als Freundin hinzu. Ich habe das jetzt gemacht. Stufe 3. Ich weiß, das war. Oh, ich habe noch eine Attacke bekommen. War bei mir auch so. Und jetzt wieder runter zur Hauptmission. Da kannst du mal aufhören, so wegzusprinten. Boah, Mann, ey. Ich hab ne Idee. Wir machen noch die Mission und dann machen wir einen Cut, okay? Ja, okay. Und kurz gesagt, also Leveln und so werden wir jetzt nicht zeigen, aber wir werden zeigen, wie wir an sich spielen. Ja, also die Story-Mission. Ja. Warum können wir das nicht zusammen machen? Keine Ahnung. Sei bitte ruhig. Alles nehmen und euch dann töten. Ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr euch gerade zum Feind macht. Kommt ihr, Dolges? Ich bin schon da, Vemrin. Hört gut zu, nutzloser Wichtigtuer. Akolyten dürfen sich nicht gegenseitig umbringen, aber Unfälle passieren immer wieder. Und ohne Zeugen ist es kein Mord. Das ist die letzte Warnung. Vemrin ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr. Okay. Jetzt kriege ich Angst. Bei mir wirst du hier angezeigt, aber wir können es nicht zusammen machen. Ja, ist bei mir auch so. Gut, du bist zurück. Du scheinst unversehrt zu sein. Wie gefällt dir deine neue Klinge? Das wird genügen. Vater, was soll das? Ich habe meine Kriegsklinge gerade erst bekommen und ich bin schon seit 6 Monaten hier. Ich habe meine Gründe, Eskeller. Du wirst niemandem auch nur ein Sterbenswort davon verraten. Verstanden? Ja, verstanden, Vater. Akolyt, das ist Eskeller, meine Tochter. Sie gehört bereits zu den fortgeschritteneren Schülern und ist schon bald ein Sith, wenn sie Acht gibt. Ich werde über deinen neuen Schützling Schweigen bewahren, Vater. Aber ich werde nicht da sein, wenn deine Pläne aus dem Ruder laufen. Kümmere dich nicht um sie. Sie ist nur wütend, weil ich Geheimnisse vor ihr habe. Sie bellt, aber sie beißt nicht.
Ich habe Vemrins Stimme aus dem Nebenraum gehört, bevor du hier eingetroffen bist. Hat er schon so früh zuschlagen wollen? Ich hasse ihn jetzt schon. Ich freue mich darauf, seine unwürdige Existenz bald auslöschen zu dürfen. Wenn alles gut geht, dann wirst du diese Befriedigung eines Tages erfahren. Trotzdem hatte ich gehofft, dass uns mehr Zeit bleibt. Vemrin schnüffelt nicht allzu lange herum, bevor er zubeißt. Die Zugangsvoraussetzungen für die Akademie wurden entschärft, um mehr Schüler zu gewinnen. Nun wird jeder zugelassen, der empfänglich für die Macht ist. Vemrin ist ein Halbblut, die unsichtbare Pest, die das Fundament des Imperiums auffrisst. Er darf nicht weiterkommen. Dann seid ihr also ein elitärer Snob. Du tust so, als ob das etwas Schlechtes wäre. Das ist der Weg der Sith. Nur die Besten und Reinsten sollten gut genug sein. Unglücklicherweise konnte Vemrin die Aufmerksamkeit von Darth Barras, eines der einflussreichsten Sith-Lords, für sich gewinnen. Er wird darauf vorbereitet, Barras neuer Schüler zu werden. Als Schüler von Darth Barras stünden Vemrin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. Er könnte die Sith in den Ruin führen. Du musst sofort mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du sollst 3 Gefangene im Akademiegefängnis verhören und über ihr Schicksal entscheiden. Betrachte die Geschichten der Gefangenen sorgfältig. Deine Urteile werden genauestens untersucht. Lass dich von deiner Leidenschaft führen. Nächste Mission. Ich bin noch nicht fertig. Sind die Sklavenpferche. Dort gibt es Schrubber. Warum können wir die nicht zusammen machen? Keine Ahnung. Boah, ich bin schon richtig weit mit Level 3, Alter. Endlich. Gut, ich marschiere dann schon mal raus, ne? Lol, richtig geiles Tier. Ein Town-Town. Town-Town-Bock. Ich wollte schon immer einen Town-Town haben. Also jetzt in echt, nicht halb so als Viech. Auf jeden Fall geil. Gut, machen wir dann hier einen Break? Ja. Lass mal. Okay. Wir machen hier eine kleine Pause. Ich werde einmal gucken nach der Aufnahme, wie die so ist. Ja. Ich setz mich wieder hin. Dann würde ich sagen, ciao und denk dran, Jule mit Jod.